der Sache Filmleben-Festival kommen wir zur Beweisaufnahme. Da keine Anträge gestellt sind, bitte ich nun den ersten Zeugen, die erste Zeugin, Frau Wilkes. Sie waren an jenem Donnerstag bei der fraglichen Veranstaltung. Bitte erzählen Sie uns, was Sie erlebt haben. Also, es meinten alle, dass ich dahin soll und etwas früher hinkommen soll. Aber... Vielen Dank. Sie dürfen sich setzen. Dann bitte ich als nächstes Herrn Faber in den Zeugenstand. Was haben Sie zu berichten? Was ganz Fabelhaftes. So einen richtigen Klopper. Das Prachtexemplar stand am Ilmenauer Bahnhof. Ich denke mal, heute gehen 4,5 Tonnen. Für ca. 300 Kilometer. Ich würde auch gern mal so eine Doku drehen. Aber ich habe ja noch nie eine Kamera in der Hand gehabt. Aber ihr würdet doch auch gern so eine Doku sehen wollen. Über Ilmenau, über das Glasmuseum. Herr Faber, wenn Sie lernen möchten, wie man selbst Filme produziert, nutzen Sie vielleicht besser einen Workshop des Festivals. Für den Moment sind wir hier, um die Filme des Festivals zu beurteilen. Sie dürfen sich gerne setzen. Herzlichen Dank. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Keine Sorge, ich habe Ihren Film nicht vergessen. Das Verfahren wird erst dann entschieden, wenn alle Geschichten erzählt sind. Im Online-Auftritt finden Sie alle nötigen Details, inklusive der Einreichefrist. Die Entscheidung, welcher der beste Film ist, die vertagen wir dafür auf den 10. Juni. Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Filme zu sehen.